Herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video. Ja, heute mache ich wieder das Beauty Adventskalender-Türchen Nummer 13 auf. Jo, hier steht ihr auch schon. Und ja, es ist nicht mehr lange hin bis Weihnachten. Und ich freue mich auch riesig auf Weihnachten und ich hoffe, ich kriege ein paar Wünsche erfüllt. Ich habe nämlich wieder eine ganz lange Liste. Und ich bin mal echt gespannt, was ich bekomme, weil ich freue mich so. Weil ich möchte auch noch ein bisschen was für mein Zimmer haben. Ich brauche etwas für mein Nebenzimmer. Ich habe mir das alles auf meiner Wunschliste geschrieben. Und ja, ich bin mal echt gespannt, wie sich das entwickelt und was ich bekomme. Und was ich bekomme, was nicht auf der Liste steht, da würde ich mich ja auch super dolle freuen, wenn das was Hübsches ist. Und ja, ich bin auch super happy auf etwas, was ich entdeckt habe. Aber das werde ich dann, ich werde das heute drehen, aber nicht über Tablet, sondern über meine neue Kamera. Sobald ich einen neuen Laptop habe, die Programme alle ganz gemütlich drauf gespeichert habe, werde ich es hochladen. Ich weiß nur nicht, wann es sein wird und wie lange es dauert, aber ich habe diese Idee seit gestern Abend entdeckt und ich werde das jetzt versuchen, ob ich diese Sache überhaupt ja, schaffe oder dass ich das gut lerne, also das umzusetzen, und ich hoffe, dass ihr euch freut. Es kann vielleicht auch sein, dass es im neuen Jahr geschieht, aber das ist ja nicht allzu tragisch. Und ja, dann habe ich eben halt ein Video im Petto natürlich für euch, falls mir nichts anderes einfällt an dem Tag. Und ja, gut, also seid gespannt, entweder fürs neue Jahr oder für das alte Jahr kommt noch ein Video für das, was ich plane. Und ich bin richtig aufgeregt und ich hoffe, ich konzentriere mich auch dabei. Und ja, es ist ein... Nee, ich sag's lieber nicht. Nee. Das ist die Spannung natürlich weg. So, jetzt genug gelabert. Jetzt zeige ich euch meinen Adventskalender, Türchen Nummer 13. Und dann schauen wir mal, was sich dahinter natürlich verbirgt, ne? Also, ich habe jetzt auch schon Türchen Nummer 13 entdeckt. Das ist das hier am Ende. Moment. Mal gucken. Das ist jetzt etwas schwierig, aber... da. Da, wo mein Finger ist, ist die... Nummer 13. Wir machen das jetzt einfach mal auf. Ich habe jetzt nicht das Türchen vorbereitet, weil ich kam gerade erst hoch in meinem Zimmer. Wir hatten gerade gegessen und Kaffee getrunken. Ich war noch mit dem Hund raus. Und deswegen konnte ich das jetzt nicht früher noch vorbereiten, aber ist nicht schlimm. So, ich habe jetzt wirklich nicht geguckt. Ich habe jetzt nur geguckt, dass es vernünftig auf ist. So, da wo es geöffnet ist, ich gehe jetzt mal ein bisschen aus dem Bild, ist jetzt das Adventskalender. Also nicht erschrecken, ich bin jetzt aus dem Bild und wir öffnen jetzt einfach mal. Und da schaut etwas hinaus heraus. Und zwar das Giorgio Armani C. Und könnt ihr euch erinnern? Also so sieht das Ding aus. Das Originalfläschchen. Und das ist dann auch die Probe. Ja, zeige ich euch gleich. Könnt ihr euch erinnern, in meinem Haul habe ich ja das Giorgio Armani gezeigt, aber in Bodylotion-Form. Und ja, ich freue mich auch, dass ich passend dazu auch ein Parfüm bekomme. Das sieht so aus. Und ich bin ja für mein Projekt heute mal schnell einkaufen gewesen.
weil ich das hier in meiner Nähe nicht gefunden hatte, was ich gesucht habe. Und ich komme nach Hause und dann war meine Mama auch da. Die war nämlich heute beim Friseur und sie hat sich auch Parfüms gegönnt. Ich glaube Laura Biagiotti und Flora Botanica. Und dann hat sie noch etwas geschenkt bekommen. Und zwar auch das Giorgio Armani Sea Body Lotion. Und ich habe eigentlich wollte ich normalerweise meine Beauty Card ein bisschen geheim halten, aber ich habe es ihr einfach mal gesagt, dass ich das gemacht habe, dass ich einen Gutschein bekommen habe und dass ich also für die Beauty Card und dass ich das erstmal umsonst benutzen kann und wenn es mir gefällt, dann möchte ich das gerne weiterführen und sie hatte positiv reagiert und sie hat gesagt, dann viel Spaß und ja, vielleicht kriegst du ja was Schönes dafür mit den Gutschein und Coupons und so und sie hat das voll gut aufgenommen und da war ich richtig, richtig froh. Ich weiß, es klingt ein bisschen ja, doof, dass ich dann das ihr gesagt habe, obwohl das ja meine Sache ist. Es war ja auch meine Sache in dem Moment. Aber ich habe sie einfach gesagt, weil sie ja auch gerne Parfüms kauft, dort bei Pipa oder Bodylotions kauft oder was anderes kauft. Und da habe ich ihr das mal gesagt. Und ja, sie hat mir gesagt, wenn ich das jetzt ein Jahr lang mache, dann soll ich ihr das dann sagen, wie das funktioniert und was ich bekomme und ob ich zufrieden bin. Und da habe ich gesagt, ja, mache ich gerne. Und dann würde sie sich das auch für 9,50 € beantragen. Dann kriegt sie ja auch Post und Coupons und Gutscheine und sowas alles. Und dann habe ich gesagt, ja, mache ich gerne. Und ja, dann sie locker weggesteckt. Ja, ich weiß, das klingt zwar eigenartig, aber ich hab es einfach mal jetzt knallhart gesagt und ich hatte auch keinen Stress. Gott sei Dank. Ja, auf jeden Fall, das ist das Giorgio Armani C Parfüm. Und das ist ja das Parfümfläschchen. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das genauso riecht wie das Giorgio Armani Body Lotion. Ich habe das gestern ein bisschen mal aufgetragen als Parfümersatz, weil ich war noch gestern Abend noch mal eben kurz meine Eltern besuchen in ihre Gaststätte und da habe ich das einfach mal aufgetragen. Ja, riecht genauso wie das Giorgio Armani Bodylotion. Nur halt hier ist das etwas, also das Parfüm ist etwas stärker, aber riecht genial. Genau. Und das ist wie gesagt das Parfümpröbchen und das tue ich jetzt gleich wieder in meine Sammelbox, wo ich die ganzen anderen Pröbchen reingetan habe. Und jo, also es macht mir richtig Spaß, diesen Beauty Adventskalender zu testen. Ich glaube, ich bleibe auch bei dem Beauty Adventskalender. Ich habe auch vieles auch bei Douglas gesehen und so. Dieses Jahr, vielleicht hole ich etwas von Douglas. Mal gucken. Vielleicht mal ein bisschen mehr mit Schminke drin oder so, mit den bekannten Drogeriemarken. Und ja, ich freue mich, ich freue mich. Und die Nummer 14, die ist auch direkt auf dieser Seite. Da, hier ist die Nummer 14. Und ja. Da bin ich mal echt gespannt. Das Größte ist ja hier dieses hier, ne? Und die 24. Da bin ich auch mal gespannt, was das ist. Vielleicht irgendeine Full-Size-Sache und
Das soll etwas Besonderes sein und mal gucken. Ich freue mich. Ja. Gut, meine Lieben, das war's. Jetzt beginne ich mal mein Projekt, mich an mein Projekt heranzutasten. Und ich hoffe, das hat euch gefallen. Wir sehen uns morgen. Morgen werde ich definitiv schnell das Video drehen, Türchen Nummer 14. Und ja. Sonst habe ich eigentlich nicht viel zu sagen. Also es bleibt jetzt kontinuierlich so jetzt mit jedem Tag ein Türchen. Also ich habe jetzt nicht irgendwie einen Tag, wo ich sagen muss, dass es irgendwie irgendwas dazwischen kommt. Also ich kann, egal ob ich jetzt irgendwo Termine habe oder irgendwo hin muss, ich kann dennoch an dem Tag irgendwann noch ein Video drehen, weil ich muss Montag oder Dienstag muss ich zu meiner Oma rüber. Wir wollen Plätzchen backen. Da muss ich ihr ein bisschen helfen. Und am 17. habe ich eine Weihnachtsfeier. Um 15 Uhr. Und ich denke mir mal, dass ich bis nach 7 dort bleiben werde, weil da auch Gottesdienst ist und Jubilaren, also Jubiläum und also eine Ehrung und was noch? Ja, dann Abendessen und dann bleibe ich vielleicht noch eine Stunde oder zwar anderthalb, zwei und dann gehe ich nach Hause. Danach muss ich am Donnerstag zur Spätschicht. Ja. Wenn ich es vorher schaffe, muss ich aber zu meiner Arbeitsstelle und fragen, ob ich Donnerstag früher kommen soll, weil wir auch zwei Abschiede feiern. Also geht der Tag auch schnell rum. Und dann habe ich Freitag wieder frei. Dann Wochenende glaube ich wieder arbeiten. Und dann habe ich Weihnachten frei. Also das wird ein cooler Monat. Also ich habe schon von Anfang an gesagt, das wird bestimmt ein super toller Monat, wo man sich erholen kann, wo man Vorbereitungen treffen kann für Weihnachten. Und so, jetzt aber mal Schluss mit Schwärmen. Jetzt muss ich aber mal ran an den Speck und gucken, ob ich das überhaupt hinkriege, das Projekt. Aber wie gesagt, ich drehe es. Ich mache erstmal das Projekt für mich alleine. Und wenn ich das soweit hingekriegt habe, werde ich das nächste Projekt oder das gleiche Projekt euch filmen. Und dann wird das dann in dem kommenden Jahr oder im alten Jahr noch hochgeladen oder beziehungsweise noch gedreht. Oder gezeigt vielmehr. Wenn ich alles wieder dabei habe. Und ja. Wir sehen uns. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, einen wunderschönen Abend und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.